Ja, also ich glaube, alle teilen die Auffassung, dass klar ist, dass wieder mal alles unklar ist. Für den Handel ist eines klar, mit jeder Woche, die der harte Lockdown Bestand hat, verlieren wir 1 Milliarde an Umsätzen mehr. Damit wackeln 60.000 Arbeitsplätze und 6.500 Unternehmen sind eigentlich de facto insolvent, nur sind die Kriterien nicht geltend derzeit. Das heißt, der Branche geht sehr schlecht und wir finanzieren mittlerweile den 3. harten Lockdown vor. Deswegen ist auch die Problematik immer virulenter, weil abseits des Umsatzersatzes auch große Verzögerungen einhergehen. Der Handelsverband hat stets das Freitesten kritisiert und ein Freiwilligtesten vorgeschlagen, denn 58% aller Österreicherinnen und Österreicher haben glasklar in einer Umfrage angegeben, dass sie sich nicht freitesten lassen werden, um in die Geschäfte zu gehen beispielsweise. Daher haben wir schon seit vielen Monaten vorgeschlagen, dass die Bundesregierung dieses Ziel der flächendeckenderen Freitestung oder Testung erreichen könnte, indem man einen positiven Anreiz setzt, nämlich indem man 50 € Gutscheine für all jene Menschen gibt, die sich eben freiwillig testen lassen. Damit würde man eben einen positiven Anreiz setzen. Wir glauben, dass viel mehr Menschen das dann auch unternehmen würden, denn die Zeit ist eine schwierige für die Menschen und damit würde man 50 € gut brauchen können. Und das wäre ein Win-Win auch für die Unternehmen mit Betriebsstätte in Österreich, die ja die Arbeitsplätze sichern müssen. Das war ja einmal im Gespräch, diese finanzielle Zuwendung, wenn man sich testen lässt. Wissen Sie, warum es eigentlich doch nicht gekommen ist? Kostet es einfach zu viel? Es hat Gespräche gegeben, aber offenbar gibt es administrative Bedenken, die wir aber nicht teilen, weil jeder hat einen Finanz-Online-Zugriff. Es hat auch die Stadt Wien geschafft, dass man einen 50 € Gastro-Gutschein an die Bevölkerung vergibt. Da ist zwar nicht jedes Postkastel sicher geblieben, aber es gibt mit Finanz-Online auch einen Zugang für jeden Menschen in Österreich. Und ich sage, wenn die Politik es nicht schafft, mit jedem Österreicher in so einen Kontakt zu treten, dass man 50 € überweisen kann, dann müsste man technologisch sehr, sehr rasch nachziehen, weil wir sind im Jahr 2021 nicht in der Steinzeit, in der digitalen. Und wir glauben einfach fest daran, dass genau jene dann sicherlich verfügbar werden für Tests, die man vielleicht schwerer ansprechen kann. Jetzt gilt es einmal, diese Hilfen für jene, die zurückgelassen werden, zu überweisen. Wir fordern, dass der Umsatzersatz nicht mit dem Jahreswechsel jetzt endet, sondern für die Dauer der behördlichen Sperrung auch fristenkongruent aufrecht bleibt. Weil wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir immer Wochen und Monate diese behördlichen Sperrungen vorfinanzieren. Das ist das Wichtigste. Es ist auch nicht mehr aufrechtzuerhalten, dass man eine Deckelung mit 800.000 € für die mittelständischen beschäftigungsintensiven Unternehmen weiterhin vorhält, denn die Corona-Schuld wird damit fast zu 100% auf die Unternehmen übertragen und da braucht es einfach jetzt bei den Hilfen sofortige Nachschärfungen, denn wir sprechen nicht mehr von verzögerten Käufen oder einer Wirtschaft, die nur kurz auf Pause geschalten ist. Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben. Wir sehen beängstigende Entwicklungen mit B.1.1.7, dem Mutationsvirus aus UK. Aber wir müssen auch sehen, dass wir individueller mit den Kollateralschäden umzugehen lernen. Wir haben Sicherheitskonzepte vorgelegt, die haben in der Praxis funktioniert. Und wichtig ist einfach, dass man sich neue Wege vorstellt und diese dann auch lebt. Die haben wir vorgeschlagen und weil wir glauben, dass es nicht jede Woche 1 Milliarde kosten muss, den Staat zuzulassen, um trotzdem aber die Gesundheit der Bevölkerung weiterhin zu gewährleisten. Jetzt haben wir heute den 4. Jänner, das heißt, der Weihnachten ist noch gar nicht lange her, die meisten haben noch die Christbäume zu Hause stehen. Ganz großes Problem natürlich das Online-Kaufen, denn natürlich mit Klick ist alles möglich. Normalerweise bin ich in mein Geschäft gegangen, man braucht dann aber doch Sachen, braucht sie nicht, aber oft ist es so, man wird so ein bisschen lethargisch, viele sind jetzt im Homeoffice zu Hause, da klickt man sich schon mal rum. Wie brutal ist das hier auch irgendwie bemerkbar gewesen, dass man sagt, okay, die Kunden hat man einfach verloren, weil die haben das einfach schon woanders organisiert. Wenn wir da irgendwann öffnen, jetzt überhaupt erst im 24. Jänner, wie soll man denn das wieder reinkriegen? Also der Handel hat de facto einen Lockdown jetzt von 1 Monat, nachdem insgesamt ja schon von knapp 9 Wochen fast
7 geschlossen sind dann, wenn man den zweiten harten Lockdown heranzieht. Und ja, es ist richtig, es wird damit dieses Amazon-Förderungsprogramm fortgesetzt. Denn wir erinnern uns, wir hatten ja die doppelten Gehälter, wo die Händler nur verzögert schon überweisen konnten, weil es so knapp in der Kasse ist. Aber diese Kaufkraft fließt natürlich dann tendenziell zu Drittstaatenanbietern ins Ausland, anstatt in die Kassen jener, die Betriebsstätten haben, die Gebühren zahlen, die Steuern zahlen, die Arbeitsplätze sichern, die Lohnnebenkosten zahlen. Und das macht uns volkswirtschaftlich sprichwörtlich fertig. Und daher sagen wir, es muss auch neue Wege geben. Wir alle kennen den Babyelefanten als Abstandsregel. Es gilt eine K1-Person, also eine Kontaktperson als K1, die länger als 15 Minuten in einem näheren Abstand als 2 Meter mit einer infizierten Person verbracht hat. Neben dem Abstand sollte man auch den Faktor Zeit besser berücksichtigen. Und wir schlagen vor, dass im Handel beispielsweise man auch Begrenzung mit maximal 15 Minuten für den Kauf im Geschäft vorsehen könnte, bevor es wieder zum harten Lockdown kommt. Denn wir wissen, dass der Handel kein Corona-Hotspot ist. Und wenn man Badelschuhe kauft, ist man nicht wie auf einem Massagebett eine Stunde mit einer Person gefesselt. Und daher glauben wir zutiefst, dass wir jetzt individualisieren müssen, um mit dem Virus zu leben, die Gesundheit an Nummer 1 zu stellen, aber gleichzeitig auch die Arbeitsplätze zu sichern. Denn für eine Volksgesundheit ist nicht nur die virologische Situation, sondern auch die Arbeitsplatzsicherheit so wichtig. Daher Gutscheine sofort. Teststrategie im Sinne des Freiwilligtestens als Anreiz. Wir haben ja schon fast eine Volksdepression. Da schaden 50 Euro Gutscheine nicht, um ins neue Jahr zu starten. Das wäre ein Win-Win-Effekt. Und dann braucht es auch eine klare Impfstrategie. Wir wissen, dass in Pflege- und Altersheimen hier großer Bedarf besteht, der ja jetzt entsprechend verstärkt in den Fokus kommt. Nach fast 300 Tagen Krise ist es wirklich an der Zeit. Und als Nummer 2 gibt es natürlich dann die kritische Infrastruktur, den Lebensmittelhandel. Da sind auch 110.000 Mitarbeiter, die die Grundversorgung sicherstellen, wo es dringend eine klare Strategie und eine Kommunikation braucht an die Unternehmen, wie hier vorgegangen wird. Und dann muss man natürlich auch mit den restlichen Mitarbeitern im Handel sprechen, sodass hier auch wieder ein Wirtschaften möglich ist, denn jeder 6. Arbeitsplatz hängt am Handel. Sie haben es angesprochen, 110.000 Menschen, die im Lebensmittelhandel arbeiten, die zählen zumindest waren wir uns da ab dem ersten Lockdown eigentlich alle einig, schon zur kritischen Infrastruktur. Wie ist denn das? Wissen Sie das? Gibt es für die bereits eine priorisierte Impfstrategie? Ist das bereits beschlossene Sache, dass auch die dann als rasch als möglich drankommen werden? Wir setzen uns dafür ein, dass insbesondere jene, die diese Grundversorgungsaufträge erfüllen, hier auch priorisiert werden. Man darf natürlich auch nicht den restlichen Handel vergessen, wo man trotzdem einen Austausch mit den Menschen auch hat, auch wenn er lose ist. Aber insbesondere dort, wo Lebensmittel an die Frau und an den Mann gehen, ist es einfach ganz wichtig, dass es eine Bevorzugung oder eine Priorisierung gibt. Und daher setzen wir uns dafür ein und wir sind in Gesprächen. Da gibt es positive Signale, aber Klarheit besteht noch nicht. Mhm. Aber Klarheit, die wünscht man sich ja oft eben auch von der Regierung. Allein heute das Thema Freitesten war ja wieder ein ganz, ganz großes Opposition, sagt mehr oder weniger nein, jetzt wird es Strafe fast schon bis 24. das Ganze weiterhin verhängt. Was sagen Ihnen die ganzen Betreiber der ganzen Geschäfte? Jetzt hat man sich an alles gehalten, andererseits darf man mit der FFP2-Maske aber in den Öffis positiv getestet, aber noch nach Hause fahren. Wie groß ist da wirklich auch schon der Unmut, dass man sagt, wir hatten heute auch einen Gastronom, der sagt, ich bin nur noch verzweifelt, die Wut ist schon gar nicht mehr da, man weiß schon gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Wir sind der Meinung, dass ein harter Lockdown immer die letzte Konsequenz einer Bundesregierung sein kann, wenn keine anderen Instrumente fruchten, die gezielter anwendbar sind. Daher werben wir dafür, dass wir individualisierter auf die jeweiligen Branchen eingehen, weil wir werden heuer das ganze Jahr auch mit dem Virus leben müssen. Und wir können uns es aber auch nicht leisten, weder auf der Mitarbeiterseite noch auf jeder Seite permanent solche Verwerfungen zu haben wie in den letzten beiden Monaten. Und ja, die Unternehmen sind verzweifelt. Ein Unternehmer ist ja jemand, der etwas unternimmt. Und das heißt nicht ohne Grund, selbstständig heißt selbst und ständig. Mittlerweile
mittlerweile sind natürlich die Unternehmen da ein Stück weit entmündigt, weil sie jeden Tag wieder neue Informationen erhalten, wie es jetzt weitergeht. Das eine ist die Mitarbeiterkommunikation, wo viele Mitarbeiter verzweifelte Fragen an den Arbeitgeber stellen, wie es jetzt weitergeht, ob sie sich testen müssen oder nicht. Das zweite ist, die Warenlager sind prallvoll mit Weihnachtsware bei uns. Das ist untergeordnet, aber es ist dennoch wichtig, weil das kann man dann mit 90% Rabatt an den Mann und an die Frau geben. Ist kurzfristig für manche spannend, nur die Unternehmen stürzt es in den Ruin. Und die Hilfen haben aber mit dem Jahreswechsel die kurzfristigen, der Umsatzersatz geendet. Das heißt, es gehen hunderte Briefe an mich ein und auch an die Bundesregierung, wo die Unternehmen diese Planungssicherheit einfordern. Denn eines sei noch gesagt, die Unternehmen sitzen derzeit vor Kalkulationen, denn die Banken wollen Planungssicherheit für die Gewinn- und Verlustrechnungen. Sollen wir den Kredit weiterlaufen lassen oder nicht? Innerhalb von größeren Unternehmen muss man auch Planungen bekannt geben. Naja, ein Prophet kann man nicht sein. Ja. Und dennoch muss man etwas tätigen. Und da braucht es nicht eine Post-Corona-Strategie, denn Corona ist nicht vorbei, sondern eine Strategie im Umgang, sodass es eine Planungssicherheit gibt und diese Hilfen. Ja, und wir alle wünschen uns natürlich, dass für jene, die sich impfen lassen wollen, bald auch ein Impfstoff zur Verfügung steht und hoffen, dass es hier einfach diese Schritte geben wird, die wir vorgeschlagen haben. Der Gutschein wäre ein guter Start. Und diesen Gutschein im Übrigen, den könnte man ja auch persönlich aushändigen, dann ist es wurscht wegen den Postkästen, ob die aufgebrochen werden oder nicht. Dann, wenn der Test tatsächlich stattfindet, gibt es einfach 50 Euro in die Hand in Form eines Gutscheins, wie auch immer. Wenn ich es richtig verstehe, dann sind es aber auch Sie weniger genervt von dem, was passiert, weil der Lockdown dort und wann war schlicht und ergreifend notwendige Sache, vor allem jener im Frühjahr, sondern Sie sind wahrscheinlich, so wie ich es raushöre, eher genervt von dem, wie es passiert, dass das alles zumindest augenscheinlich oder zumindest aufs erste Gefühl hin eher recht wirr und chaotisch vonstatten geht, wenn Sie oft die Planungssicherheit angesprochen haben. Verstehe ich das richtig? Also weniger das Was als das Wie? Ja, das ist korrekt, denn wir sind ja alle hier gesessen im März, als nicht klar war, wie dieses Virus verläuft und wir haben alle gemeinsam diesen Schritt und all die Restriktionen auf uns genommen. Über den Sommer ist dann weniger passiert. Es ist halt diese Individualisierung auf die Risikogruppen und auch wie man trotzdem wirtschaften kann, ausgeklammert worden. Und sonst gäbe es nicht in Österreich den dritten Lockdown, der jetzt schon wieder verlängert wird. Für uns ist es einfach sehr, sehr dramatisch, weil einfach nicht klar ist, wo die Reise hingeht. Wir wollen einfach nur, dass jene, die davon betroffen sind, als Leidtragende nicht zurückgelassen werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, 25-seitige Kurzarbeitsanträge, die wegen einer Unterschrift, die nicht passt, wieder nach einem Monat zurückgeworfen werden, wo man schon Monate die Betriebskosten und die Personalkosten vorfinanziert, das darf nicht mehr passieren in einem dritten Lockdown. Das darf passieren im ersten Lockdown, aber nicht im dritten, denn die überlagern sich ja auch betriebswirtschaftlich. Und daher fordern wir klar gezielte Hilfen. Da darf man auch nicht nur rein auf die EU referenzieren. Es gibt Handlungsspielräume. Der Handelsverband als freie und überparteiliche Interessenvertretung hat den Verlustersatz oder Verlustausgleich, er nennt sich halt jetzt Ersatz, gefordert. Es hat Wochen gedauert, bis man Gehör gefunden hat und dann ist es doch gekommen und deswegen muss man da ein bisschen rascher reagieren. Und es ist für uns wirklich so, dass der Finanzminister mit dem Umsatzersatz diese rasche Hilfe auch zur Verfügung gestellt hat und die ist aber mit Silvester jetzt geendet. Gerade jetzt braucht es diesen Umsatzersatz. Über die Höhe kann man immer diskutieren, aber es braucht diese Liquidität auf das Konto der Unternehmen. Denn nach 3 Lockdowns ist es härter als nach dem ersten und dieses Verständnis erwarten wir uns und da darf es keine Polit-Taktik und Parteitaktik geben, sondern da braucht es jetzt sofort genau diese Entbürokratisierungsinitiative, die wir eh schon seit Jahrzehnten verschlafen haben in dem Land. Es machte die Krise transparent, wie bürokratisch unser Land ist, wie verhettert und daher braucht es jetzt einfach genau diesen Impuls, denn die Zeit ist reif dafür. Und ja, andere Länder sind vielleicht bei den Hilfen noch langsamer. Das kann aber kein Benchmark sein. Andere Länder haben nicht den dritten Lockdown jetzt gerade wieder verlängert um eine Woche.